Hallo liebe Zuschauer, hier ist... Irgendwie geht das so nicht, oder? Warte mal. Ah, so ist viel besser. Schön rasiert, Haare frisch geschnitten. So kann man sich zeigen, oder? Hier sind Danica und Nino vom Danzai-Blog. Heute geht es im Video um 5 Geschenkideen für Weihnachten für Elektroautofahrer. Weihnachten steht vor der Türe, nur noch, wie viele Tage haben wir noch? 3 Wochen? Ne, 2 Wochen nur noch. 2,5 Wochen. Ja, etwas über 2 Wochen haben wir noch. Und ihr seid doch bestimmt alle schon am Überlegen, was könnt ihr den Leuten schenken, euren Lieben zu Weihnachten, Familie, Freunde oder so weiter. Und wir haben uns ein paar Sachen überlegt, Kleinigkeiten, die man gut verschenken kann, auch nicht nur zu Weihnachten, sondern natürlich zu jeder Gelegenheit. Aber wie wir finden, manchmal fehlt so ein kleines Highlight oder so ein kleines Add-on zu irgendeinem Wunschlistengeschenk oder so. Und ich finde, das sind ganz coole Ideen, die wir hier haben. Deswegen 5 Ideen, um einem Elektroautofahrer oder Fahrerin eine Freude zu machen. Das Erste, was wir zeigen wollen, das kennen vielleicht einige von euch, das ist die sogenannte Ladescheibe. Die gibt es in verschiedenen Ausfertigungen. Die hier ist jetzt von einem leider nicht mehr existenten Blog. Und zwar von dem lieben Uwe, der mir die mal geschenkt hat, von eauto.tv. Leider nicht mehr in Betrieb, das Blog. Ich hoffe, er fängt das irgendwann wieder an. Hat sich bedankt für meine Blogartikel. Fand ich damals total schön. Ladescheibe heißt, ihr schreibt da unten die Telefonnummer, also die Handynummer drauf. Und wenn ihr das Auto an der Ladestation ansteckt, könnt ihr hier die Zeit einstellen, wie lange ihr laden wollt, ja, bis wie viel Uhr, damit jemand, der jetzt da hinkommt und dann sieht, verdammt, da lädt einer schon, kann dann gucken, entweder das ist ein Notfall, wenn man sagt, okay, Auto scheint ja fast voll zu sein oder so und ich bin hier voll auf Durchreise und kann jetzt hier nicht nur eine halbe Stunde warten oder eine andere suchen oder habe vielleicht gar nicht mehr genug im Akku, um eine weitere Ladestation anzufahren, dann kann man hier eben die Nummer anrufen, die da draufsteht. Ansonsten kann man eben sehen, wie lange eingestellt hier mit einem Rad hier oben, wie ihr das von der Parkscheibe kennt, genau. Und könnt ihr dann einstellen, bis wie viel Uhr ihr voraussichtlich ladet, dass einer sehen kann, ey, es ist jetzt 5 vor 5 und hier ist eingestellt 5 Uhr, dann warte ich einfach jetzt 5 Minuten und dann wird er wahrscheinlich schon irgendwie kommen, ne? Und dann kann ich dann halt laden. So, das finde ich ist eine super praktische Sache. Okay. Manche kleben auch eine Telefonnummer einfach in den Ladeport, zum Beispiel bei der Zoe. Wenn der Ladeport aufgeht, dann kann man da zum Beispiel ja, mit so kleinen Drucker, Etikettendrucker oder so, kann man eine Telefonnummer drucken und kann die dann eben an die Rückseite des Ladeportes ankleben, sodass man die nur sieht, wenn geladen wird. Und wenn nicht geladen wird, also die Klappe zu ist, sieht man auch die Telefonnummer nicht. Finde ich auch eine ganz gute Lösung. Aber das hier ist halt auch eine schöne Sache, finde ich. Kriegt man irgendwo im Internet. Ich gebe gar niemandem meine Nummer. Was soll denn das Ding? Dieses Ding hier ist mein Favorit Nummer 2. Also das ist ja nicht eine Wertung der Reihenfolge. Das ist einfach, ja, das Coolste kommt vielleicht zum Schluss, aber das ist eine persönliche Meinung. Das hier ist ein Schlüsselanhänger. Ja? Erstmal so weit, so unspektakulär. Gibt es natürlich für Tesla-Fahrer, für alles Mögliche. Oder eben, das hier ist aus dem Pilotentum. Ich halte das mal ein bisschen... Nicht lesen. Vielleicht, wenn ich hier so mache. So. Genau, Remove Before Flight. Also sprich... das könnt ihr an das Ladekabel machen, da steht eben drauf, Remove Before Flight, so sinngemäß, ne? Erst abstecken und dann losfahren. Das kommt aus dem Flugzeug, ja, das kommt aus dem Flugzeugbau. Weil bei Flugzeugen ist immer, sind gewisse Sensoren geschützt, wenn also das Flugzeug in den Hangar gefahren wird, kommen überall so Käppchen drauf, damit die Instrumente geschützt sind und irgendwelche Einlässe geschlossen sind, die fürs Fliegen aber wichtig sind. Und dann stecken da mal so Dinger dran und dann sind da so große rote Anhänger, damit wenn man eben losfliegen will, das Auto wird aus dem Hangar geholt, also das Flugzeug wird aus dem Hangar geholt und dann steht es auf dem Rollfeld, da muss man natürlich als Pilot erstmal alles checken, dann laufen die Piloten, also auch die kleinen Sportflieger natürlich, nicht die großen, die brauchen das nicht mehr, aber selbst die laufen, glaube ich, ums Flugzeug rum. Kann man eben rumlaufen, kann das ganze Flugzeug nochmal checken, bevor man wirklich losstartet. Und muss dann eben alle diese Dinger entfernen. Dann kann man nachher zählen, habe ich hier 37 von diesen Teilen im Cockpit liegen, habe ich auch alle keinen vergessen. Und eben, man sieht sie sehr leicht dadurch. Ne? Und ich finde es halt eben lustig, das an Ladekabel dran zu machen, weil Ladekabel drin stecken lassen, losfahren, ist blöd. Geht bei den meisten Autos sowieso nicht, aber ist irgendwie ein kleiner Gag. Findest du nicht so lustig, ne?
Ja, ein paar Ideen von den Ideen jetzt hier sind vielleicht eher für Elektroautofahrer. Dann haben wir auch eine ganz schöne Sache, finde ich. Das hier ist ein Elektroauto-Quartett. Ich halte es mal, versuche es mal ein bisschen scharf zu machen. Genau. Elektroauto-Quartett von Electrify BW. Und diese Variante hier habe ich tatsächlich auch geschenkt bekommen von Oliver Kröger von 163 Grad. Der hat auch einen YouTube-Kanal, der macht sehr qualitativ hochwertige Videos, macht auch viel Autotests und Berichte von Fahrzeugmessen und so weiter. Und der hat mir das geschenkt, das ist also branden lassen von Electrify BW auf der Rückseite. Und ansonsten ist das von dem Verein, wo Diana Höffner drin ist, Jerome Brunel, auch ein YouTube-Kanal. Die haben auch einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, verlinke ich mal unten. Und dieses Quartett hier ist halt einfach... Ja, wie man so kennt von Quartetts, ne? Das sind dann so die ganzen Elektroautos. Ich habe bestimmt das Bessere, lass mich auch an. Genau, wir ziehen mal. Ich habe eine gezogen, jetzt ziehst du eine. Mhm. Und wer fängt an? Du fängst an, du bist die Frau. Ich fange an. Nicht so weit weg, dann sieht man dich nicht. Ich wollte, dass du nicht fuschen kannst. Die Reichweite. Wir haben ja nur eine Karte. Ist ja egal. Reichweite 312 Kilometer. 613. Ich steche alles. Ich habe Tesla Model S P100D. Natürlich erwische ich den popligen i3 und sie erwischt den Tesla. Das war klar. Ja? Also, ich habe gewonnen. Ja. Was kriege ich jetzt dafür? Später gibt es was nach dem Video. Okay. Ist ja schon spät, ne? Und genau. Es ist schon Wochenende. Guck mal, und das Model 3 ist auch schon hier drin. Ja, richtig. Cool. Also hier sind natürlich alle möglichen Elektroautos drin. Da sind auch ein paar, ich glaube, Prototypen drin, die es noch gar nicht so in Serie gibt, glaube ich, oder? Also ein paar Exoten. Florence ist hier drin, Tesla Roadster, Bakery Vehicle, Ego Live, obwohl der noch gar nicht auf dem Markt ist. Also es sind ein paar nette Sachen drin. Electrify BW hat sich da viel Mühe gegeben. Und ist ein schönes Quartett, auch nicht so teuer. Kostet irgendwie ein paar Euro, 3, 4, 5, 8, keine Ahnung. 8 Euro, glaube ich, mit einer Metalldose noch. Die ist jetzt hier noch ohne die Variante. Also schöne Idee, kann man... an den Weihnachtsfeiertagen schön eine Runde spielen mit den Kiddies oder mit Freunden, Familie. Finde ich sehr schön. Finde ich auch witziger als die anderen. Von allen Sachen, wie gesagt, packe ich, wo ich kann und finde, packe ich links unten rein. Dann haben wir hier was. Das ist eigentlich für was anderes gedacht. Und zwar ein Kreditkarten-Etui. Ist schön, nicht, ne? Ja, das ist echt schön. Also es gibt natürlich da 1000 Varianten. Das ist jetzt hier gar nicht speziell. Das ist halt auch nur ein normales, sagen wir mal. Normales, mit Liebe ausgesucht. Ja, natürlich. Von meiner Mama. Das ist von meiner Schwiegermama. Das ist natürlich besonders schön, das stimmt. Es ist hier so eine Metallklammer. Und da steckt man die Ladekarten. Also ich habe das jetzt hier mit reingenommen, weil ich nicht so viele Kreditkarten habe, sondern weil eben die ganzen Ladekarten, also so ein paar hat man halt noch. Früher rannte ich irgendwie mit 20 rum. Ne? Also hat man im Auto eine ganz dicke Mappe liegen mit 20 Ladekarten. Heute geht das irgendwie mit einer Handvoll ungefähr und die kann man hier reinpacken. Da sind sie halt gut zusammengeschützt, gesichert. Und dann zieht man hier an den Bändel und dann zieht man den Kartenstapel raus. Und das kann man einfach ins Handschuhfach legen oder so, dann flüppt es nicht irgendwo so rum. Ne? Hat nicht das ganze Portemonnaie voll. Finde ich eine schöne Idee. Elektroautofahrer haben halt leider noch viele Ladekarten. Es wird sich ändern. Also dieses Geschenk hat eine gewisse Halbwertszeit, muss man dazu erwähnen. Danach brauchen wir in 2-3 Jahren ist das halt hoffentlich obsolet. Da sammeln wir dann einfach drin als Erinnerung. Ja, genau. Es ist ein Andenken an vergangene Tage der E-Mobilität. Hat übrigens der David dir geschenkt, nicht meine Mutter. Ach so, verdammt. Aber meine Mutter hat es, glaube ich, auch so. Ja. Von meinem Schwager natürlich. Ja, ich werfe schon Geschenke durcheinander. Nehmt es mir nicht übel, bitte. Wie gesagt, da gibt es natürlich 1000 Hersteller, die so Kreditkartendinge anbieten, aber da findet ihr sicherlich was Passendes, was euch gefällt oder dem zu Beschenkenden gefällt. Und jetzt hier kommt eigentlich mein Liebling, weil es halt, echt lustig ist, also zumindest für den, der es verteilt. Und zwar sind das die Parkaffen. Ich muss mal hier Fokus, genau. Parkaffen, ne? Da steht halt drauf, ich bin ein Parkaffe. Sternchen, denn ich parke gern vor Ladestationen. Das ist halt irgendwie eine charmante Art, weil es so comic-mäßig ist, ne? So, da ist so ein Äffchen drauf, comic-mäßig. Und es prangert schon an, aber es ist nicht so oberlehrerhaft, finde ich. Auf eine gewisse Art und Weise. Also ich hatte auch mal so ein paar Zettel, ganz viele verschiedene Varianten, gibt es 1000 Vorlagen im Internet für so Zettel, wie man Leuten begreiflich machen kann, dass man Ladestationen nicht zuparken soll. Weil dann kommst du da hin, da steht dann Diesel vor der Ladestation und du kannst nicht laden.
Und wenn es nur eine Convenience-Ladung wäre, also so nach dem Motto, Auto ist nicht leer, aber ich bin halt gerade da und nehme den Strom mit und dann brauche ich morgen nicht laden, das ist ja schon schlimm genug. Aber wenn du jetzt irgendwie so bist auf der Durchreise, fährst nach Hamburg und dann kommst du an der Ladestation vorbei und musst da laden, dann parkt da so ein Parkaffe die Ladestation zu. Und diese Zettel reichen von, diese Vordrucke, die man so findet, von mein lieber Freund, versteh das doch, Elektroauto, Ladestationen, die sind doch wichtig und bitte park die doch nicht zu, ne? Nächstes Mal achte doch darauf. Ne? So. Und dann gibt es halt auch die andere Variante, wie du bist ein Riesenarschloch, du, ich pack dir die Zapfsäule zu das nächste Mal. Ne? Also so, klingt gar nicht. Ja, das ist dann, das erzeugt halt Aggressionen und irgendwie fand ich das immer alles nur so halb gut. Und diesen Parkaffen finde ich doppelt gut, eben so von der Aufmachung her. Kann man auch drüber schmunzeln, auch als Betroffener, der das bekommt. Und das doppelt Schöne ist, das Ganze ist ein Aufkleber. Wir kleben doch keinem was aufs Auto. Jetzt red mal keinen Schmarrn. Wir klemmen das hinterher. Ich würde das nie tun. Nein, würden wir niemals. Auch nicht. Nein, würden wir auch nicht. Aber man könnte das tun. Zumindest nein, das bei Wiederholungstätern könnte. Nein, anders. Derjenige, dem wir das hinter den Scheibenwischer klemmen, der kann sich das ja selber aufs Auto kleben, wenn er das eingesteht, er dass es ein Fehler war. Einsicht wäre ja der beste Weg zur Besserung. Genau. Ich finde es schön, dass du an das Gute der Menschen glaubst. Also nur rein theoretisch könnte man das jemandem aufs Auto kleben, zumindest wenn er Wiederholungstäter ist, so auf die Frontscheibe, wo der Scheibenwischer drüber rubbelt und man das vielleicht schlecht abknibbelt, wäre so die Stufe 2 oder 3 zumindest. Ne? So Stufe 1 auf der Seitenscheibe, nein, Stufe 1 hinter den Scheibenwischer klemmen, Stufe 2 könnte theoretisch, wer jetzt ganz böswillig ist, sein, auf die Seitenscheibe zu kleben und Stufe 3 wäre dann so voll auf die Frontscheibe und 4 wäre dann, es kommen nämlich 50 Stück, ne? Das ist ein ganzer Stapel hier. Stufe 4 wäre das ganze Auto vollkleistern. Ich rufe zu sowas hier bewusst nicht auf. Lass das sein. Klemm's hinter den Scheibenwischer. Das ist genug. Aber nur so theoretisch. Das waren 5 Geschenkideen. Alles nicht teuer. Alles schöne kleine Sachen. Mein Favorit hier, wenn ich den wählen müsste, wären die Parkaffen. Findest du das auch? Oder ist das auch witzig, ja. Oder ja, ich finde auch das Quartett super schön. Ne? Das genau. Macht halt Spaß. Okay, Nummer 1, Nummer 2. Mein dritter Platz hier auf jeden Fall das doof. Hier. Das findest du doof. Das hier ist super nützlich. Ne? Ich weiß nicht, wie du das findest. Und ich will das Geschenk nicht schlechter machen, aber Ladekarten werden halt immer weniger. Also längeren Spaß gibt es wahrscheinlich. Upala. Entschuldigung. Also sie haben alle ihren Reiz. Es kommt halt darauf an, auf die Situation. Ne? Alles schön. Vielleicht könnte ja jemand glücklich machen damit. Ein spätes Video heute, es wird auch spät online sein, wir waren bis gerade unterwegs. Das war ein schöner. Das Schnipsen am Spiegel war halt etwas schneller jetzt für euch als für uns. Ja, das war ein schöner Tag, ne? Schöner ja, Abend. War super. Und Luba, vielen Dank für meine Friseurin, für unsere Haare, hast du gut gemacht. Und es gibt immer schöne Unterhaltung und immer was zu essen und immer einen Sekt zu trinken und das ist immer schön. Ja, und das führt uns jetzt zum kleinen Teechen. Ja, also hier schöner Kräutertee für den Magen gut. Es ist nämlich wieder Ninos Lesestunde, Märchenonkel, ich weiß nicht, wir haben immer noch keinen Namen dafür. Wir brauchen keinen Namen dafür. Ja, ich werde jetzt vorlesen zu unserer Renault Zoe-Zeit. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber es gibt immer wieder neue Abonnenten, deswegen sage ich es immer wieder nochmal. Ich lese in dieser E-Vlogmas, habe ich noch gar nicht gesagt. Das hier ist E-Vlogmas Folge 7, habe ich vorhin vergessen. Und in jeder E-Vlogmas Folge, also jeden Tag ein Video bis Weihnachten seit 1. Dezember, an jeder Folge lese ich am Ende einen Text vor von 2013, wo wir mit dem Renault Zoe unterwegs waren, Erfahrungen sammeln. Und ich habe damals zu jedem Tag des Experiment Alltags, was bedeutete keine Ladung an der heimischen Ladestation, nur öffentlich, nur unterwegs, nur in der City und so weiter, einen Blogartikel geschrieben und über meine Erfahrungen. Und heute kommt der nächste Tag. Ah, das war schön. Ich bleib da, oder? Ja, heute bleibt sie mal da. Bisher habe ich das dann immer alleine vorgelesen, aber... Ja, wir haben uns so wenig gehabt heute. Ach, so wenig Zweisamkeit, so ganz alleine. Ganz alleine. Ohne den Rest der Welt. Okay. Experiment Alltag, Zoe-Taufe in Wuppertal. Heute ist ein besonderer Tag.
Das Autohaus Eilert veranstaltet zu Ehren der WE-Mobil 100-Auslieferung des Renault Zoe eine offizielle Zoe-Taufe. Eingeladen sind alle Zoe-Kunden des Autohauses, die in den letzten Monaten ihre Fahrzeuge bekommen haben. Ebenfalls eingeladen sind auch besonders engagierte und treue Akteure der Initiative, als auch das Produktmanagement von Renault Deutschland. Ich freue mich schon lange auf diesen Tag, läutet der Zoe doch eine neue Generation Elektroauto ein, die deutlich massentauglicher ist als alles, was es bisher gab. Das hat daher durchaus einen feierlichen Rahmen verdient. Als ich am Abend die Veranstaltung erreiche, ist nicht mehr viel Saft im Akku, noch etwa ein Drittel. Natürlich sollen die Fahrzeuge im schönen Innenbereich aufgestellt werden, also verschiebe ich die Ladung auf später. Vorne am Eingang der Villa Media befinden sich drei Ladestationen mit Typ-2-Stecker und es sollen bald noch mehr werden. Einfach toll, wenn Unternehmen so viel Engagement beweisen. Der Abend verläuft sehr entspannt und ich nutze die Gelegenheit für ausgiebige und teilweise sehr produktive Gespräche mit Renault Deutschland und im Besonderen mit der WSW, unsere Stadtwerke in Wuppertal. Ich merke, dass auf beiden Seiten Informationsdefizite gibt. Einerseits hat man als Kunde keinen Blick für die Probleme und Zwänge der großen Unternehmen. Andererseits fehlt aber auch oft das Verständnis für die Sorgen und Bedürfnisse der eigenen Kunden. Schön, wenn man sich bei solchen Veranstaltungen ein wenig annähern und gegenseitig erhellen kann. Aus diesem Grunde nutze ich an dem Abend auch die Gelegenheit, dazu aufzurufen, dass Entscheider selbst regelmäßig Elektroauto fahren müssen. Und zwar nicht nur, wenn es sich gerade mal anbietet für eine Fahrt, wo nichts schiefgehen kann. Nein, Menschen an den entsprechenden Schlüsselpositionen sollten sich ebenso arrangieren müssen wie der tägliche Elektromobilist. Nur dann stoßen sie auf die gleichen Probleme und Hindernisse. Die Zoe-Fahrer nutzen an diesem Abend die Gelegenheit, sich für das außergewöhnliche Engagement von Silke Esser-Bruss und Thomas Bruss, schönen Gruß an dieser Stelle, von Renault Eilert und Villa Media Geschäftsführer und WE Mobil 100 Initiator Jörg Heinkes, auch schönen Gruß, zu bedanken. Als kleine Anerkennung überreichen wir zwei kulinarisch edle, bestückte Geschenkkörper und ein riesiges 4 Kilo schweres Zoe-Taufbrot. Das hat die ebenfalls enorm engagierte Bäckerei Schüren, schönen Gruß an Roland Schüren, echt super hinbekommen, ein gebackener Zoe. Einfach toll. Aufgrund der angenehmen Atmosphäre vergesse ich dann tatsächlich das Auto rechtzeitig umzuparken und an die Ladestation zu hängen. Als wir abfahren, habe ich erst genau eine Stunde an der 11 kW Ladestation geladen und den Akku immerhin auf ca. 70% gebracht. Egal, für den kommenden Tag reicht es so oder so. Das war der, muss ich mal gerade gucken, der 14. August 2013. Und es war ein super, super schöner Tag. Ja. Da hat das so angefangen alles, oder da wurde das so feierlich und man hat so eine Zusammengehörigkeit gefühlt. Ne? Ich fand, das war an dem Tag total heftig. Ja, und das waren alles Unternehmen und da gab es noch ein paar mehr, die in dieser Zeit zu WE Mobil 100, also W steht für Wuppertal und E-Mobil 100, war die Idee von Jörg Heinkes und unterstützt durch Wuppertal aktiv, dafür zu sorgen, dass in Wuppertal 100 zusätzliche Elektroautos auf die Straße kommen. Innerhalb von einem Jahr. Genau, innerhalb von einem Jahr. Geschafft hat der Jörg das dann innerhalb von einem halben Jahr, nicht mal, glaube ich. Und der Grundstock war, dass er bei der Stadtwerke versucht hat zu erreichen, dass sie Ladestationen bauen, weil es in Wuppertal nichts gab. Und er hatte sich einen Twizy in Paris bei der Vorstellung des Twizys bestellt und hat halt gedacht, Elektroautos sind super, brauchen wir in Wuppertal, wir brauchen aber auch Infrastruktur. Und die Stadtwerke hat gesagt, wozu sollen wir Ladestationen bauen, wenn es keine Elektroautos gibt? Und dann hat er gesagt, okay, Herausforderung angenommen. Halt mal mein Bier, ja? So. Verdammt cooler Typ, oder? Total geiler Typ. Ja, Heinkes, du bist der Beste. Und hat dann gesagt, Challenge angenommen, ich besorge euch 100 zusätzliche Elektroautos und das in kurzer Zeit und dann baut ihr 10 Ladesäulen. Ich glaube, 10 waren es damals, ich weiß nicht so genau. Mhm. Und er hat es innerhalb von ein paar Monaten geschafft, Werbetrommel gerührt, Presse eingeladen, also richtig groß aufgezogen, Sponsoren gesucht, Veranstaltungen gemacht. Wir haben damals super viele Flashmobs gemacht, einfach mit ein paar Elektroautos getroffen, in die Innenstadt gefahren und haben uns dahingestellt und haben die Leute angesprochen, hier, guck mal, Elektroauto, ist das nicht geil, willst du nicht kaufen, ja? So ungefähr. Und das war eine super erfolgreiche Aktion, gab eine schöne Abschlussveranstaltung. Und seitdem sind wir mit vielen aus dieser Zeit befreundet und man trifft sich noch heute
und schätzt sich auch und unterstützt sich auch. Und das ist eine super Sache, die aus der E-Mobilität entstanden ist. Und es geht halt nicht immer nur ums Autofahren, um das, die bessere oder saubere Mobilität, sondern es geht auch immer um zwischenmenschliche Beziehungen und neue Leute kennen, aus seiner Komfortzone rausgehen, mal den Blick erweitern, andere Leute kennenlernen, in anderen Kreisen Einzug finden und sich irgendwie vernetzen und so. Das ist, da ist ganz viel anderes noch dabei, wenn man sich, ja, wenn man sich so engagiert. Ne? Das gilt für alle Themen natürlich, nicht nur für Elektroautos. Ja. Schönes Schlusswort. Finde ich auch. Das war E-Vlogmas Folge 7. Wir sehen uns wieder, wenn es morgen heißt. Danica und Nino vom Danzai-Blog. Lasst uns zusammen die Welt retten mit ein paar Geschenken für Weihnachten. Macht's noch schöner. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt doch mal in den Kommentaren, habt ihr auch so Erfahrungen gemacht? Und vor allen Dingen, habt ihr auch Geschenkideen? Ich wäre da auch sehr interessiert dran. Würde mich freuen, wenn ihr da ein paar Sachen postet. Das freut sicherlich auch noch andere, wenn da noch ein paar mehr Ideen bei rumkommen. Vielleicht mache ich dann dazu, wenn es genug ist, nochmal ein neues Video, auch noch vor Weihnachten. Mal schauen. Ja. Also, bis morgen. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Warum ist das jetzt kein Bier?